sächsische Gardinenpredigt. Nü gucke doch, wie der alte Sinder angeschlichen kommt, damit seine Emma nicht merken soll. Nee, mein Freund, mich kannst du nicht veräppeln. Ich bin im Bilde, dass es schon wieder mal 3:30 geworden ist. So eine niederträchtige Methode brauchst du gar nicht erst einzuführen, dass du hier wie ein Scharner Häuptling anschleichst. So, jetzt wird's Licht angeknipst. Du heiliger Bimbam, wie sieht denn der Schweineischel aus? Du hast wohl wieder mal ein paar zu viel genätschelt und bist unterwegs in eine Gosse gegollert. Wo kommt denn sonst der Dreckflecke auf den neuen Iverzieher her, hä? So eine Sauerei infamischte. Musst du energieloses Gäsegeilchen den Eger über den Strang hauen, hä? Hoppla, pass auf und sterze nicht über die Wärmflasche. Ich hab sie vor uns rausgeschmissen, weil mir zu heiß um die Beine rum wurde. Also nun los, zieh aus und mache, dass du in die Kiste reinkommst. Ach du grüne Neine, nun rammelt sich das Kamel wieder vor der Kommode. Mensch, hast denn du gar keinen Orientierungskrebs mehr? Ich soll mich wohl noch als Verkehrsschutzmann in der Kammer aufstellen, bloß damit du dorkliches Insta de Kurvenrisch rauskriegst, wa? Ja, das sollte mir einfallen. Renn dir nur so lange die Birne ein, bis du wieder nüchtern geworden bist. Das schadet dir gar nicht. Eine Beile neben der anderen musst du dir holen. Na? Bist du endlich fertig mit Aushosen? So, nun schwinge dich nein in die Klappe und gnade dir, wenn du schnarchst, du Nilpferd!